Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Teil mit Dark Souls. Noch einmal Post-Commentary, da der Teil, den ich hier aufgenommen habe, im Live-Commentary, das Live-Commentary nicht so geil war, da ich da Kopfschmerzen hatte an dem Tag und einfach das Post-Commentary generell scheiße war. Heute in der Episode verknüpfen wir ein bisschen, schließen wir ein paar Sidequests ab, also noch nicht ganz ab, aber wir sind kurz davor, sie abzuschließen dann. Wir bringen das Ende auf den Weg sozusagen und wir haben hier unser östliches Schwarzritter-Set. Ich habe das Ritter-Set mit dem östlichen Helm, ein Schwarzritter-Großschwert und ein Schwarzritter-Schild, also ich nenne es so den östlichen Schwarzritter sozusagen mit dem schönen östlichen Helm. Und wie gesagt, heute verlassen wir Schandstadt, wir kommen nochmal zurück. Erst später sozusagen. Ich glaube sogar in der nächsten Episode dann schon wieder. Hier präsentiere ich euch mal ein bisschen das Moveset vom Schwarzritter Großschwert. Das finde ich extrem cool. Hat, wie gesagt, einhändig ein ganz normales Moveset von einem Großschwert. Der schwere Angriff war dieser Stich. Jetzt diese. Genau, dieser Stich hier, dann hatte ich davor das Sprinten und dann R1 sozusagen, der leichte Angriff ist dieses Ding. So, Rolle ist ziemlich cool, das ist so ein vertikaler Schlag und wie gesagt, immer der schwere Angriff ist immer dieser Stich, ist ganz cool. Und zweihändig ist echt gut, also zweihändig wird es aus so einem horizontalen Moveset so ein vertikales Moveset und ganz besonders toll ist der schwere Angriff, zweihändig, der ist nämlich total geil, der macht so wusch, schleudert die Gegner, dann in die Luft, wenn man will. Also wenn man richtig gut trifft, wenn man sie off-guard trifft, die Gegner. Und jetzt präsentiere ich noch den Sprungangriff. Genau, das ist hier. Und R2 ist... Das war der schwere Angriff. Und jetzt habe ich mitbekommen, Mensch, R1 und nach vorne ist doch immer der Tritt. Ich Depp. Ist doch immer der Tritt. Wir sind doch nicht bei Bloodborne hier. Ja, so. Und dann habe ich euch das Moveset hier gezeigt. Wie gesagt, ich mag das Schwarzritter Großschwert. Ich habe mit dem Schwert des Drachentöters, also der Ultra-Großschwert-Variante davon, habe ich meinen ersten Playthrough bestritten. Ab einem gewissen Punkt war auch die Waffe, mit der ich dann das Spiel durchgespielt habe. Ich mag diese Schwarzritterwaffen, die sind echt, echt gut. Also sowohl die Axt zum Beispiel auch, als auch die Hellebarde, die sind echt, echt super Waffen. Also echt, echt gut. Genau. Und hier kommen wir raus und sehen, Mensch, Schandstadt ist unter freiem Himmel. Auch wenn es so duster ist, es ist und wenn es sehr ruckelig ist, wie man hier sieht, es ist unter freiem Himmel. Genau, und jetzt versuche ich zu einem NPC zu kommen, zur guten Quelana. Und ich denke mir, Mensch, die Fliegen, die werden mich doch bestimmt wieder angreifen. Und außerdem wird mich der Ruckler hier wahrscheinlich töten. Aber nachdem ich hier den Kollegen weggeputzt habe mit meinem Schwarzritter-Großschwert, greifen mich die Fliegen zwar so an, aber lassen mich dann in Ruhe, sobald ich in der Nähe von Quelana bin, hier, von der guten Quelana. Fand ich sehr interessant. Hier, da kriege ich auch mit, Mensch. Hier greifen sie noch an. Die hier, also dieses Paar, sozusagen. Und sobald ich sie dann töte. Genau, aber die nächsten, die kommen. Wenn es hier nicht mehr ruckelt, sozusagen. Die nächsten, die kommen, hier, die fliegen weg. Fand ich sehr interessant. Ist mir das erste Mal passiert, dass ich in der Nähe von einer guten Quelana bin und die Fliegen wirklich da quasi sie als NPC respektieren. Also, dass da auch wirklich so programmiert wurde, okay, das kann man abfacken. Das kann einen abfacken, wenn ja hier die Gegner die ganze Zeit angreifen und man spricht hier mit so einem NPC, der relativ nah an Gegnern platziert ist. Wie die gute Quelana eben. Und, aber wir reden mit ihr, denn sie hat neuen Dialog, weil wir ihre Schwester getötet haben, die gute Quelak. Genau. Ah, there you are. I was expecting you. Let us begin. The Witch of Izalith. Please, do not speak of her. I abandoned my mother and sisters and fled to this land. Now I roam these parts, feigning ablution and pretending to seek answers. Finde ich sehr interessant, was sie hier sagt. Also sie heuchelt Läuterung vor
und sie vergibt vor, nach Antworten zu suchen. Das heißt, sie ist wirklich einer der interessantesten Charaktere in der gesamten Souls-Serie. Und sie hat ihre Schwestern halt verlassen, aufgrund dieser Manipulation der ersten Flamme von der Chaos-Hexe von Izalith, die dadurch ja auch die Dämonen auf die Erde losgelassen hat, also zumindest laut der offiziellen Geschichte. Und sie hat ihre Schwestern und ihre Mutter halt hier gelassen, also verlassen und heuchelt Leute rum vor und vergibt vor, nach Antworten zu suchen. So als ob, ja, ey du, ich bin nicht so wie meine Schwestern und meine Mutter. Und Pyromancy is the genau. art of invoking and manipulating fire. But remember one thing. Always fear the flame. Lest you be devoured by it and lose yourself. I would hate to see that happen again. Genau, denn Sie weiß, was passieren kann, wenn man die Flamme nicht mehr respektiert, so wie es ihre Mutter und ihre Schwestern gemacht haben. Und von denen will sie auch gar nichts hören. Selbst wenn man nur über die redet, das will sie nicht hören. Zu dem Moment fällt mir auch auf, ey, ich habe echt wenig Seelen im Gepäck. Ich habe die letzten Seelen zum Aufleveln benutzt, die ich von Quelaag in der letzten Teil bekommen habe. Und das wird mich noch ganz schön in den Arsch beißen. Denn, no luck. Hm. Denn ich hatte vorher die gute Quelaana, wie gesagt, links liegen zu lassen. Ich käme ja irgendwann mal auch wieder, weil sie muss ja noch meine Pyromantie-Flamme weiter upgraden. Genau, zum Beispiel hier große Verbrennung, eine ihrer Chaos-Pyromantien. Die ist auch nämlich ganz wichtig für diese Episode. Und jetzt hatte ich vor, den guten Shiva hier und seinen Bewacher umzunieten. Denn um an ihr Zeug zu kommen. Denn sowohl Shiva als auch sein Ninja, also sein Begleiter, sein Bewacher, sein Bodyguard, die lassen echt gutes Zeug fallen. Und da hatte ich erstmal gedacht, okay, clearen wir ein bisschen das Battlefield hier so ein bisschen. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, ich habe noch gar nicht die Waffen von ihm gekauft. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich habe noch gar nicht die Waffen vom guten Shiva gekauft. Well, there you are again. I've carved my best picks from my last summoning. Have a look, will you? Genau. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was kaufe ich noch? Und die meisten Sachen lassen Gegner auch später fallen. Die kann ich also farmen. Aber was ich halt nicht, was die Gegner halt nicht fallen lassen, sind die Klauen, das Nodachi und ich glaube das Uchikatana. Das lassen Gegner nicht fallen. Das müsste ich mir rein theoretisch alles noch kaufen. Und das habe ich auch überlegt, ja, wie zum Beispiel das Steingroßschwert, das lassen die Steinritter fallen. Ja, Golems führen dieses schwere, moosbedeckte Steinschwert und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, die Mondmachete, Schottel, das lassen alles Gegner fallen später, beziehungsweise finden wir später. Aber das Uchikatana, das Nodachi und die Klauen, die sind, glaube ich, unique Gegenstände, die nur der gute Shiva hat. Und bevor ich ihn umniede, sollte ich mir die Waffen noch holen und dann habe ich mir halt überlegt, okay, alles klar, lassen wir das mal sein, kümmern wir uns im nächsten Teil um ihn, vorher versuche ich noch alle Waffen von ihm zu kaufen, also die er verkauft, die ich sonst nirgendwo finde, denn mit denen kann man echt schöne Sachen anstellen und da habe ich gut den Shiva nochmal leben lassen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, lassen wir Shiva leben. Ich habe noch zwar ausprobiert, ob ich mit den Seelen to go, die ich im Gepäck hatte, irgendeine von den Waffen kaufen kann. Aber ich habe mir gesehen, Mensch, nee, meine beste Seele gibt mir 3000. Reicht nicht. Also muss ich dann dafür farmen in den nächsten Teilen. Und wenn ihr dieses Video dann jetzt seht, dann habe ich auch schon längst gefarmt. Und dann in den nächsten Videos, dann seht ihr dann ja logischerweise, was dann daraus geworden ist. Also um Shiva, den lassen wir nochmal leben. Um den kümmern wir uns später. Und stattdessen habe ich jetzt hier Schandstadt verlassen. Denn wir haben ja die Glocke der Erweckung geläutet. Und da gibt es einiges, was in Feuerbandschreien passiert, an der Oberfläche sozusagen. Und auf dem Weg nach oben habe ich hier jetzt angefangen, und da möchte ich jetzt auch natürlich auch drüber reden, über Dark Souls 3, was in der letzten Zeit ja wieder ein großes Thema war, aufgrund des Network-Stress-Tests, ja, den man auf der PS4 machen konnte. Und ich bin ja in der Presseliste von Bandai Namco drin, habe ich mich ja eintragen lassen. Und ich hatte mich auch beworben für den Network-Stress-Test, weil ich auch eine PS4 hatte. Und ich habe auch den Code erhalten. Ich habe das damals aber, und dann habe ich aber gedacht, nee, wisst ihr was? Mache ich nicht mit. Und ich habe den Networks-Stresstest nicht mitgemacht, weil ich möglichst unvorbereitet an Dark Souls rangehen wollte. An Dark Souls 3 rangehen wollte. Ich habe nur den Mood-Trailer gesehen, den ersten Mood-Trailer hatte ich gesehen.
Und da auch kein, ich weiß ein bisschen was, was ich mir angelesen habe, aber Gameplay oder so oder gespielt, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und viele werden jetzt sagen, bist du bescheuert, ich würde dafür meinen linken Arm hergeben, wenn ich den Network-Stress-Test mit hätte machen können. Weil ich habe gehört, da gab es auch schon einen Boss zu bekämpfen und man konnte schon Magie ausprobieren. Aber ich habe mich wirklich, ich will wirklich möglichst spoilerfrei dann rein in Dark Souls 3. Das wird dann wirklich komplett blinder Playthrough. Ich habe außer dem Mood-Trailer habe ich nichts gesehen, aber ich habe natürlich ein bisschen was gelesen. Unter anderem, dass es diese Weapon Arts gibt, also sprich, dass jede Waffe noch so einen Spezialmodus sozusagen hat, was ja so eine Mischung aus Dark Souls dann und Bloodborne ist, wo ja die Waffen so ein Umschaltding haben. Ist eine schöne Mischung. Außerdem soll das Gameplay sehr schnell sein von Dark Souls 3 im Vergleich jetzt zu Dark Souls 1 und Dark Souls 2. Soll so mehr wirklich Richtung Speed von Bloodborne gehen, wo ich mich sehr drauf freue. Außerdem soll ja Magie zurückkommen. Was wirklich sehr, 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 sehr interessant ist. Also nicht Magie im Sinne, hier wie wir es hier haben, sondern Magie aufgrund der Magieleiste. Denn eine Magieleiste soll zurückkehren, so wie sie sich aus Demon's Souls kennen. Das bedeutet, wenn man zaubert, verbraucht man Mana. Klassisch für ein Rollenspiel. Das haben sie ja hier in Dark Souls 1 und 2. Ist das dann durch einfach Aufladung. Also du kannst diese Flamme 5-mal verwenden oder 8-mal hier die große Verbrennung oder so. Und wenn du es dann verbraucht hast, dann musst du dich wieder ans Leuchtfeuer setzen, damit es wieder sich wieder auffüllt, aber so gibt es dann Magie, eine Magieleiste. Eine richtige Magieleiste. Und die kann man auffüllen mit Ash Estus. Also Asche Estus. Nicht dem normalen Estus-Flakon, der ja Feuer ist, sondern der ist dann so blau gefärbt. Und das finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant, diese Mechanik. Weil auch Nahkampfcharaktere verbrauchen diese Magieleiste, wenn sie diese Weapon Arts einsetzen. Also nicht nur Zauberer brauchen diese Leiste, sondern eben auch Kämpfer, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, die Weapon Arts von einem großen Zweihänder einsetzen wollen, dann verbraucht das genauso Magie. Zwar, glaube ich, nicht so viel, aber dennoch Magie. Und das finde ich auch sehr interessant. Ansonsten, wie gesagt, nichts. Ich weiß nichts großartig vom Spiel. Ich weiß nur, dass es sehr gut aussieht. Es soll dieselbe Engine verwenden wie Bloodborne. Macht ja auch irgendwo Sinn. Finde ich alles sehr, sehr spannend, was dort passiert. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Aber wie gesagt, den Network Stress Test, den gab es jetzt immer also an drei Abenden, an Wochenenden, immer Freitag bis Sonntag, immer zwischen 20 und 23 Uhr. Und selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich an einem Wochenende definitiv nicht spielen können, weil ich da einfach nicht zu Hause war. Aber generell wollte ich mich nicht spoilern, weil es gab da wohl auch einen Boss in dem Level. Es war eines der ersten Level, glaube ich, sogar. Zumindest habe ich das gelesen, aber ich habe nichts gesehen davon. Kein Gameplay, kein gar nichts. Ich versuche von Gameplay und so komplett wegzubleiben, damit ich möglichst wirklich spoilerfrei rangehen kann. Denn ich habe ja ein bisschen sehr hohe Erwartungen für Dark Souls 3, weil ich hoffe, dass sie, weil das ja das Ende wahrscheinlich der Trilogie sein wird. Danach würde ich mal mir denken, dass sie nicht noch ein Dark Souls 4 machen und ein Dark Souls 5, weil dann ist wirklich gut. Aber Dark Souls 3 hoffe ich, dass das ein paar Fragen klärt, die aufgetreten sind. Wie das nun ist mit den Göttern und so weiter und so fort. Und mit Menschlichkeit, was es nun eigentlich ist. Und als ich dann hier runtergekommen bin, in die neue Londo-Ruine, habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe ja noch die blaue Glut, die wir wo haben wir die angesammelt gehabt? Hier diese blaue Glut, die wird nur von Winheimer Magieschmieden bearbeitet. Das heißt, und wir kennen ja den Winheimer Magie-Spiel, den guten Rickard von Winheim hier unten. Und wo haben wir die denn eingesammelt? Ach so, im Finsterwurzgarten haben wir die eingesammelt. Und die haben wir vergessen, ihm zu geben. Dem guten Rickard. Hey, hang on. Is that a sorcery emblem? Oh, I've never seen one like that. Not even back in Winheim. What a brilliant flame. Please, friend, let me have that. I am begging you. I am a craftsman of Winheim. I'd go hollow before I pass on a flame like that. Wir geben sie ihm natürlich. Es gibt einen sehr interessanten Dialog, wenn wir Nein sagen. Und wir können ja auch wieder dann ihn nochmal ansprechen und dann Ja sagen. Aber ich habe gedacht, nee, komm, wir sind gleich so nett und geben ihm gleich die blaue Glut. Oh, really? You are wonderful.
I will forge a Rickett masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. Genau, und jetzt kann man, wie gesagt, Ausrüstung umwandeln. Wir können immer noch die Sachen von ihm kaufen, so ein bisschen Magie. Aber wir können jetzt die Ausrüstung halt umwandeln und es ist eine Auswahlmöglichkeit dazugekommen. Hier Zauber und ich weiß gar nicht, was das große Blaue ist. Habe ich bis jetzt nicht nachgeguckt. Ist das vielleicht dann quasi auf Plus, weil hier, ich habe weder die Materialien dazu. Ich glaube, das ist dann quasi das Höherwertige. Also er kann jetzt hier die Sachen auf Plus 5 machen, Zauber Plus 5 und mit der blauen Glut kann er sie dann auf Plus 10 machen. Kann ich mir zumindest vorstellen, glaube ich zumindest, weil das gibt es ja bei fast jedem. Fast jeder Waffenverzauberungsform gibt es ja dann auch die große Glut und die sehr große Glut später, die dann auch das 15 das gibt. Ich glaube, so ist es hier bei der blauen Glut, dass man erst auf plus 5 machen kann von Hause aus, weil er Magieschmied ist, und dann auf plus 10. Das ist zumindest meine Vermutung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe nie eine Zauberwaffe großartig gemacht, weil ich nie einen Intelligenzcharakter gespielt habe. Ich habe immer nur entweder so Quality-Build, so wie ich hier habe, oder meistens wirklich einen klassischen Tank, also der einfach viel aushält und schwere Waffen trägt, sozusagen. Ja, haben wir das auch abgefrühstückt und jetzt geht's zurück in den Feuerbandschrein. Und da hat sich einiges verändert und da werden wir uns von ein paar NPCs jetzt verabschieden, die und ihr Quest dann quasi Richtung Ende treiben. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben in Schandstadt waren und zum einen die Glocke geläutet haben, beziehungsweise bestimmte NPCs getroffen haben. Über den einen, da bin ich gar nicht so traurig, dass er dann weg ist, weil war immer ein bisschen leicht zynisch, aber dem anderen, da bin ich sehr traurig, dass er weg ist. Dann. Aber wir machen es trotzdem, weil ich weiß nicht, ob es vielleicht viele ihre Quests gar nicht zu Ende geführt haben. Von den Gegnern. Also von vielleicht vom einen ganz sicher, aber vom anderen weiß ich gar nicht, ob das so viele Leute gemacht haben, was dann aus dem NPC wird. Was man nicht machen muss, übrigens, ja, man muss das nicht machen. Wir kommen hier wieder an den Feuerbandschrein. Die gute Anastasia ist immer noch tot. und deshalb ist ja auch das Leuchtfeuer oben aus. Aber hier hat sich ein bisschen was getan im Feuerbandschrein, wie gesagt. Und, genau, das Leuchtfeuer ist aus, weil Anastasia tot ist. Aber wir verabschieden uns jetzt vom mutlosen Krieger hier. Von unserem Crestfallen Warrior. Zu dem sagen wir jetzt Tschüss, weil sich hier, wie gesagt, einiges verändert hat beim Feuerbandschrein. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy, it snores, and its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Es ist groß, laut, es schnarcht und sein Atem ist tödlich. Was könnte das nur sein? Keine Ahnung. Wir werden es gleich erfahren. Aber jetzt sagen wir goodbye. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Das klang reichlich finster, ne? Der letzte Satz vom guten, mutlosen Krieger hier. Maybe it's time I do something about it. Maybe it's time I do something about it. Ja, ein bisschen, Und gegen was er jetzt was tun will, das werden wir jetzt erfahren dann bald. Beziehungsweise werden es jetzt gleich sehen. Denn das Ding, was laut, schnarchend und einen tödlichen Atem hat, ist der hier. Der Königssucher Frampt. Die Urschlange. Und was mit dem auf sich hat, mit dem werden wir gleich noch reden. Dem guten Kerl. Aber vorher verabschieden wir uns von einem anderen NPC, liebe Freunde. Und der sitzt zu unserer Linken. Der gute Laurentius hier. Denn wir haben etwas bei uns, was ihn sehr komisch reagieren lassen wird. Auf uns. Jetzt. Wir haben etwas im Schandstadt gefunden, was ihn sehr interessiert. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why?
What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Wir sagen es ihm natürlich, es geht um die große Verbrennung, die wir von der guten Quelana haben, denn der gute Laurentius kommt aus dem großen Sumpf und der kennt das nicht, die Chaos-Pyromantie. Der ist untot geworden und er wollte Chaos-Pyromantie suchen und wir haben sie gefunden und er nicht. Aber wir sagen es ihm jetzt natürlich, weil wir sind nett. Wir sind ja Bros mit ihm. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. I'm in your debt, once again. Ja. Wir haben nichts mehr von ihm zu kaufen. Umwandeln muss er auch nicht mehr. Das macht entweder der Eingi oder die gute Quelana für uns unten in Schandstadt oder in Quelags Domain. Aber wir reden nochmal mit ihm. Ein letztes Mal mit dem guten Laurentius. Mein Freund. Der einzige Freund hier, den wir hier haben. Nicht wahr, Laurentius? The Pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Ja, wir haben also einen Teil von ihm und das werden wir immer in Ehren halten. Mach's gut, lieber Laurentius. War nett, dich gekannt zu haben. Denn er wird sich jetzt auf die Suche nach der guten Quelana machen. Und ob er das schafft, werden wir noch bald genug herausfinden. So, und jetzt geht's, bevor wir zur lieben Urschlange, zum lieben Framt gehen, sprechen wir noch mit dem lieben Griggs. Vielleicht hat er was ja zu Framt zu sagen. Hallo. Well, you certainly are keeping at it. Myself. I'm fine. Let's get started straight away. Ich kann es euch gleich sagen, hat nichts dazu zu sagen. Goodbye then. Do stay safe. Genau, also er hat dazu nichts zu sagen. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, denn Petrus hat garantiert nichts dazu zu sagen. Wir müssen jetzt mit ihm hier sprechen. Mit dem Penismonster Urschlange Framt. Der ein ekelhaftes Geräusch macht, so Zähne, die aufeinander klacken. Das finde ich total eklig. Und er sieht auch nicht gerade sehr nett aus. Wirklich nicht. Ugh. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Framt, close friend of the great Lord Gwyn. Chosen undead, who has rung the bell of awakening, I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Erleuchtung suchen wir doch immer. Licht ist gut. Erleuchtung ist gut. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Ja, ziemlich viel Plot-Dump gleich zu Beginn. I am pleased to see you. Und er hat uns erzählt, wir müssen, erstmal zeige ich euch hier, man kann Gegenstände an ihn verkaufen, sozusagen, und man kann ihm Schollen füttern. Und natürlich werden wir auch, glaube ich, nochmal mit ihm reden. Ne, das machen wir, glaube ich, im nächsten Teil dann noch. Und je nachdem, was wir ihm verkaufen, hat das einen unterschiedlichen Wert an Seelen. Ja, also manchen Dingen misst er sehr viel Seelenwert bei und anderen, wie gesagt, nicht. Man kann ihm auch Scheiße, die Jauche-Küchlein hier, für 200 Seelen pro Stück kann man an ihn verfüttern, sozusagen. Zum Beispiel hier die Seelen, da hat er sehr viel, ne? Quelag 10.000 Seelen, Menschlichkeit 1.000. Die Kupfermünze, da hat er auch aus fremden Ländern, da legt er auch ein bisschen Wert drauf. Mal gesagt, man kann ihm so Upgrade-Materialien verfüttern und er hat uns ja auch halt gesagt, wir sind einfach mal, wir sollen Lord Gwyn beerben und die Feuer quasi verlinken.
Interessant hier übrigens, Kristallwaffen oder Kristalldinger, das ist ihm nur eine Seele wert, weil das ist assoziiert, Kristall ist assoziiert mit gutem Thief. Und Thief ist nicht so ein ganz so ein guter Typ. Der hat zwar die Drachen verraten und deshalb konnten die Drachen besiegt werden, aber er ist trotzdem nicht so netter, also er mag ihn nicht. Sehr interessiert ist er hier in den Ulysseal Elfenbeinbeschleuniger von der guten Dusk. Finde das sehr interessant. Außerdem, ich weiß gar nicht, was er noch so ganz gut findet. Ach hier, die Großachse des Drachenkönigs, alles was mit Drachen zu tun hat. Klar, ja, finde er sehr interessant, der gute Framt. Ja, hier die Schwarzritterwaffen, dann wieder hier, Kristallgroßschwert, eine Seele. Und dann hier das gerade Drachenschwert, dagegen halt das gerade Kristallschwert, nur eine Seele. Genau, Pfeile, interessant, welche Rüstungen ihm gefallen, finde ich sehr gut, wo er sehr viel Interesse dran hat. Das sind die schmutzigen Roben von der guten Anastasia, von Astora, eine Feuerhüterin. Das findet er sehr gut. Dagegen zum Beispiel hier die Sieglermaske, findet er alles nicht so interessant. Ich glaube, wir finden auch nichts anderes mehr, was ihn irgendwie noch so ein bisschen interessiert. Ja, wie gesagt, also wir sollen... bei den Ringen finde ich noch sehr schön, werden wir gleich sehen, was er dafür für Werte anlegt. Aber wie gesagt, genau. Zum Beispiel Havels Ring, na, weil Havel ist ein enger Vertrauter von Lord Gwyn. Dann in den Katzeneidring von Alvina, 1000 Seelen, und den Dusk-Kronenring. Auch aus Ulysseal, findet er alles sehr interessant. Ja, zum Beispiel Artorias, nur 50. Warum auch immer, ja, der Wolfsring von Artorias, vielleicht weil Artorias irgendwas mit dem Abgrund zu tun hat, ist ja der Abgrundschreiter gewesen. Sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, wir sollen halt Lord Gwyn beerben und dazu müssen wir nach Anor'londo und das Herrschergefäß holen. Und wir sollen das Feuer wieder verbinden, um das Zeitalter des Feuers am Leben zu erhalten. Und wie gesagt, wir können ihm große Scherben füttern oder grüne Scherben füttern. Und er macht daraus geringere Scherben. Zum Beispiel, wenn ich ihm eine grüne Scherbe fütter, ja, dann macht er daraus 5 kleine Scherben. Wenn ich ihm eine große Scherbe fütter, macht er daraus auch 5 kleine Scherben, glaube ich. Und wenn ich ihm zum Beispiel einen grauen Brocken fütter, macht er daraus 3 große Scherben. Das finde ich sehr interessant. So kann man ein bisschen aufstocken an seinen Sachen. Man kann auch Schollen füttern, ist auch interessant. Aber wenn ich ihm zum Beispiel eine grüne Scherbe fütter, mache ich jetzt noch nicht, weil ich will euch zeigen, dass es dann 5 normale Scherben dafür gibt, kleine Scherben. Denn ich habe 99 grüne Scherben von meinen ganzen Farming-Sessions gehabt. Ich kann es euch jetzt hier, ich zeige es euch hier jetzt mal gleich. Genau, hier. Ich habe 72 kleine Scherben und 99 grüne Scherben. Und wenn ich ihm jetzt eine grüne Scherbe verfüttere, dem guten Framtier. Genau, grüne Scherbe beschädigt, wird kleine Scherbe. Und dann müsste ich jetzt, habe ich jetzt 77 kleine Scherben und dafür eine grüne Scherbe weniger. Genau, ich zeige es euch jetzt mal, damit ihr seht. Und so könnt ihr ein bisschen euer Upgrade-Material so ein bisschen an Mann bringen. Also wenn ihr ganz viele grüne Scherben habt, die ihr nicht so häufig braucht, dann habt ihr jetzt, dann könnt ihr daraus 5 kleine Scherben machen und dadurch viele Waffen auf plus 5 bringen. Genau. Und zu guter Letzt, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt noch zu guter Letzt hingehen. Ach, zu guter Letzt gehen wir jetzt dahin, welches Tor aufgemacht wurde. Wir verabschieden uns von unseren Leuten. Wenn wir hier wiederkommen, sind die hier nicht mehr da. Sowohl der mutlose Krieger als auch der, als auch Laurentius. Framt bleibt hier. Petrus ist immer noch ein Arsch. Deshalb lasse ich ihn auch mal links liegen hier. Und wir gehen jetzt uns mal angucken, was da für ein Tor aufgemacht wurde, als wir im letzten Teil die Glocke geläutet haben, die zweite. Nämlich das Tor zu Zens Festung, Zens Fortress. Das ist nochmal sehr interessant. Also da gebe ich euch mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was passiert, sozusagen. Genau, denn viel ist jetzt nicht mehr Zeit in diesem Teil. Und ich denke mal, den nächsten Teil, das Set, das werden wir nochmal wiedersehen. Also dieses östliches Schwarzritter-Set. Weil wir haben jetzt nicht viel gekämpft damit, sondern eher so erkundet. Aber ihr seht, was das hier für einen Schaden macht. 499 Backstab-Schaden. Ich bin klar, das sind die einfachen Untoten, aber das Ding ist schon echt mächtig. Und es ist unabgegradet, das Schwarzritter-Großschwert. Und abgegradet ist das echt nicht schlecht. Hat C-Scaling, glaube ich. Und das Schwert des Drachentöters, was das Ultra-Großschwert von den Schwarzen Rittern ist, das hat B-Scaling, also das ist nicht verkehrt. Eine der besten Strength-Waffen, die kriegen wir allerdings in Zens Festung und vielleicht seht ihr die ja schon im nächsten Teil.
mal gucken, was dann noch so passiert. Genau. Wir gehen jetzt erstmal drunter zu André. Ich weiß gar nicht, ob ich was verstärken lasse vom guten André. Ich glaube, ich rede aber erstmal mit ihm. Nee, rede ich nicht. Mir ist aufgefallen, ich bin eins zu tief gegangen. Genau, und ich will ja zu Sens Festung. Und die Sens Festung ist ja hier eins weiter oben, eine Etage. Genau. Hier gehen wir zu Sens Festung. Wunderschön. Eines meiner absoluten Lieblingslevel. Von vielen Leuten, weil es halt echt gut ist und echt verwinkelt und interessant, hat eine schöne Mechanik dabei. Wir werden im nächsten Teil dann noch erfahren, ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Hinweis, ne? Hier der gute Siegmeier auf Katharina, der da eigentlich links saß, der ist jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt schon nach drin, denn er steckte ja fest, weil das Tor zu war, aber wir haben es jetzt für ihn aufgemacht. Und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Hinweis oder einen kleinen Ausblick darauf, was euch jetzt hier erwartet. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache, aber jetzt bin ich mir sicher. Ja, ich gebe euch einen kleinen Einblick. Ihr seht da diesen Schalter am Boden, den habe ich mit Absicht nicht betätigt. Denn uns erwartet hier nicht nur Fallen, also so Druckschalter, sondern auch Schlangenkrieger. Zack, zack und zack. Und die Schlangenkrieger, die sind nicht ohne. Die kann man parieren, aber ich bin da nie so gut drin. Ihr seht es auch. Und sehr interessant, die sind auch ein bisschen eklig, ne? So Schlangenmonster, Schlangenkrieger, Schlangenmänner, ja? Sind Männer, obwohl vielleicht, wir kriegen noch eine andere Form, lernen wir noch kennen in den nächsten Teilen. Die könnten auch weiblich sein, müsste man mal hinterfragen. Ja, ihr seht, ich habe so ein bisschen mal meine Probleme mit denen, aber man kann die super, eigentlich super leicht backstabben, was ich jetzt ja glaube ich nicht tue, genau, jetzt tue ich's. Und die sind relativ simpel. Genau. So, und das war der Vorgeschmack auf Sens Festung. Da gehen wir dann in den nächsten Teilen auf jeden Fall hin. Hier rein, nach Sens Festung. Vorher schließen wir aber wirklich jetzt alle Sidequests ab in den nächsten Teilen. Und dann auch wieder mit Live-Commentary, liebe Freunde. Nicht mit dem Post-Commentary, wie wir es hier gewohnt seid. Mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser, logischerweise. Ich kann jetzt wieder aufnehmen. Genau, das nächste Mal sehen wir uns hier. Sens Festung. Falls ihr, genau, wir sehen uns dann, sozusagen, liebe Freunde. Falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten auch, wenn ihr liked und es kommentiert, ja, was ihr davon haltet, wie ich hier spiele. Daumen nach oben, Daumen nach unten, sagt mir. Kommentiert fleißig, würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht's gut und auf Wiedersehen.